Lieber Rainer, also es gibt, ich hatte mal einen früheren Chef in London, da hieß es, er hätte mal bei einer berühmten Band Bassist Bass gespielt und er hat gesagt, das Gerücht ist so schön, dass ich es nicht dementieren kann. Und ich sage jetzt mal, das Gerücht ist so schön, dass ich es nicht dementieren kann. Das stimmt leider nicht. In dieser Größenordnung haben wir jetzt keine Drittmittel eingeworben und das ist ein Bruchteil davon und trotzdem hat es bisher immer gereicht, um interessante Forschung zu machen. Ja, also besser als diese wunderbare und schnelle Kurzgeschichte, kurze Darstellung der Ideengeschichte, der Gedanken, das hätte man wunderbarer gar nicht machen können. Und einen größeren Kontrast kann man sicherlich gar nicht machen zwischen der geistigen Ideengeschichte in der Philosophie und den modernen, harten Naturwissenschaften, die das Gehirn vermessen, kartieren und versuchen dann darin zu sehen, was ein Mensch gerade denkt. Das ist also der ganz andere Ansatz, aber vielleicht ganz passend hier in Stuttgart, wo vielleicht das ingenieurwissenschaftliche Anpackende noch ein bisschen mehr verbreitet ist. Und ja, also reden wir mal darüber, wie man mit modernen Techniken Gedanken aus der Hirnaktivität auslesen, dekodieren kann, was die Möglichkeiten, aber auch Grenzen sind und was auch die ethischen Fragen sind, die sich damit stellen. Am Anfang erstmal, warum sollte ich das überhaupt machen? Nun, schauen Sie mal Ihren Nebenmann an oder Ihre Nebenfrau und versuchen Sie mal zu erraten, was diese Person gerade denkt. Im Moment wahrscheinlich ziemlich schwierig. Vielleicht Langeweile, Spannung, Freude. Vielleicht können Sie auch sehen, meine Güte, ist das warm heute oder wann ist dieser Vortrag endlich zu Ende, damit wir endlich in den Biergarten gehen können. Das kann man schon kontextuell schon erschließen, aber wir haben in der Regel bestimmte Möglichkeiten natürlich herauszufinden, was eine Person denkt, zum Beispiel aus der Mimik im Gesicht. Man sieht hier die berühmten sechs Basisemotionen, die zugehörigen Gesichtsausdrücke einer Person. Und da können wir jetzt also sehen, dass hier haben wir Erstaunen, hier haben wir Freude, Trauer, Ekel etc. Das können wir relativ gut aus der Motorik des Gesichtes auslesen. Wenn Sie also eine andere Person beobachten, können Sie also sehen, was diese Person zu einem gewissen Grad können Sie das erschließen. Sie können dann natürlich auch die ganze Körpersprache mit einsetzen. Wir haben ein kleines Kind, da sehen wir dann häufig solche Sachen hier. Und obwohl man zwar noch keinen Sprachkanal zu dem Kind hat, ist es dann doch so, dass wenn dann so ein Trotzanfall kommt, dann weiß man trotzdem, was damit gemeint ist. Nämlich, ich bin nicht zufrieden und ich möchte, dass irgendwas sich ändert. Und trotzdem, wenn wir auf die Körpersprache alleine achten, wissen wir nicht, warum diese Person hier zum Beispiel erstaunt ist, diese Person lacht oder dieses Kind hier trotzig ist. Wir wissen es nicht. Wir können das aus dem Verhalten allein nicht immer erschließen. Und wir können die Sprache hinzunehmen, zumindest bei Erwachsenen oder bei älteren Kindern. Aber die Frage ist natürlich immer, können wir vielleicht direkter erschließen, aus der Hirnaktivität möglicherweise, was eine Person denkt. Also wenn wir jetzt eine beliebige Person irgendwo sitzen haben, über einen Vortrag meditierend in einem Vorlesungssaal, ist die Frage, die Körpersprache verdeutlicht uns hier vielleicht, dass die Person gerade vertieft ist in einen Vortrag. Aber die Frage ist, was denkt denn diese Person jetzt wirklich gerade? Wie könnten wir da rankommen? Nun weiß man, in der modernen Hirnforschung hat das gezeigt, dass die Gedanken von Menschen eins zu eins in der Hirnaktivität kodiert sind. Das heißt, man kann sich das so ähnlich vorstellen wie die Musik, die auf einer CD kodiert ist. Das heißt, wie die Rillen in der CD die Musik kodieren, so kodiert unsere Hirnaktivität unsere Gedanken. Es ist nur leider so, dass wir diesen Code immer, auch bis heute, noch nicht so richtig verstehen. Wir müssen also ganz grobe Verfahren nehmen, mit denen wir da rangehen, um versuchen herauszufinden, was denn in so einem Gehirn eingespeichert ist, was dieses Gehirn denn nun gerade denkt. Und damit wir mal so ein bisschen hier auch eine Ideengeschichte haben, möchte ich Ihnen mal ein Exzerpt zeigen aus einem Film, der Film Future World, den zeige ich ganz oft am Beginn von Vorträgen. Und zwar, weil er auf eine ganz wunderbare Art und Weise verdeutlicht, wie man sich zumindest in der Science Fiction vorstellt, wie so eine Gedankenlesemaschine aussehen würde. Ja, also da, und diese Science Fiction, die fängt auch so unsere Vorstellungswelt ganz gut ein, was wir denn denken, was so eine Gedankenlesemaschine können müsste, wie die aussehen müsste, wie die funktionieren würde und so weiter. Deswegen zeige ich Ihnen jetzt diesen kurzen Filmausschnitt. Genießen Sie den Filmausschnitt und danach sprechen wir dann drüber, was wirklich geht.
Ich muss mich entschuldigen, der Film ist auf Englisch, aber es ist relativ einfach. Die Hintergrundgeschichte ist total irrelevant. Es gibt den Bösen hier und der hat eine Maschine gebaut, mit der man Gedanken lesen kann, und diese beiden Journalisten interessieren sich jetzt dafür. We call it our inner space chamber and we hope to make it a regular part of Future World. The idea is to actually make a videotape of a dream. You take it with you, play it back, find out what you're thinking about. That is absolutely incredible. You want to try it? Go ahead, Sox, go for it. Oh, yes, I do. You know, maybe I could use it on the program. I think you'll find it's a unique experience. Talk to you this way. You bet. I gotta see this. Wait a minute, you mean he can watch? Unless you object. Well, I don't know whether I do or not. I mean, it depends on what I dream, doesn't it? Well, don't you worry about it. I won't tell anybody. All right, wise guy. It's about time you learned something about women. This way. Are you sure I won't have a nightmare? I mean, this thing looks pretty frightening. Well, we'll see to it that doesn't happen. The couch is designed to remove any pressure along the neural spinal column. And the material bleeds air at the exact temperature of your body. So you'll see nothing, feel nothing, hear nothing. Your mind will begin to feed on itself. With my luck, I won't be able to fall asleep. Bye. Every thought, like every eye blink or heartbeat, releases currents of electricity, which can be transformed into waves. She's got a lot on her mind, huh? Well, recording 2,000 different waves from 5,000 separate brain locations. Wow. Millions of bits of information. You take it all in and put it back together on this. What's this? Take a look. What you're seeing? I can't believe it. No, it's true. You're looking directly into her mind. We've learned how to convert thought waves back into the images the mind creates. It isn't perfect, of course. It'll do. Wow. Activate the pain pleasure gradient, please. Who's that? Reference. A fantasy lover. I'm not sure I'm ready for this. Ja, was wir aus dem letzten Abschnitt erkennen können, ist natürlich, dass die mentale Privatsphäre ein ganz wichtiges Thema ist. Also wenn wir so eine Maschine hätten, wir gucken da jetzt rein in die Gedankenwelt einer anderen Person, müssen wir natürlich aufpassen, dass wir da nicht Dinge finden, die die Person uns vielleicht gar nicht mitteilen möchte. Aber jetzt kommt der Reality-Check. Was können wir denn jetzt heute wirklich? Und fangen wir mal an mit der Messmethode. Theoretisch müssten wir jetzt die Hirnaktivität mit irgendeinem Gerät messen. Das ist jetzt eine reine Science-Fiction-Vision hier. Wir messen dann Hirnaktivität, setzen das alles zusammen. Also das hier ist schon schwierig, aber das Zusammensetzen ist dann nochmal schwieriger. Und dann können wir daraus auf einem Bildschirm, so stellt man sich das vielleicht vor, sichtbar machen, was eine Person gerade denkt. Wie sieht es denn jetzt wirklich aus? Und was wir heute benutzen, in unserer Arbeitsgruppe sind überwiegend Kernspintomographen, das sind diese Magnetresonanztomographen, starke Magnetfelder, und die Probanden kommen da rein und wir können da ihre Hirnaktivität messen. Und genauer sieht das jetzt also beim Querschnitt so aus. Wir können also rausgucken auf einen Bildschirm, sehen also Bilder, Filmsequenzen, wir können denen Instruktionen geben, die können also quasi Computerspiele im Scanner spielen, so kann man sich das vorstellen. Und je nachdem, wie wir die Computerspiele variieren, danach können wir dann feststellen, wie verschiedene Funktionen im Gehirn aufgebaut sind, wie das Gehirn bestimmte Funktionen realisiert. Und wenn wir die Probanden an bestimmte Dinge denken lassen, dann versuchen wir daraus dann zu rekonstruieren, was sie denn jetzt gerade denken. Aber dazu gleich mehr. Sie lesen ganz oft, wenn Sie eine Zeitung lesen, lesen Sie ganz oft, was neuronalen Korrelate, die Hirnkorrelate von Liebe oder von Vaterlandstreue oder alles Mögliche, was man sich vielleicht vorstellen könnte. Und daneben sehen Sie dann so ein Bild von der Hirnaktivität, sieht man ganz oft in der Zeitung. Und hier erstmal vielleicht eine kleine Warnung, wenn Sie solche Bilder der Hirnaktivität sehen, dann sind die zwar mit so einem Gerät gemessen, aber dieses Gerät, das macht jetzt nicht einfach nur einen Schnappschuss von Ihrem Gehirn und man könnte jetzt quasi da reingucken und diese Hirnaktivität sehen. Das braucht also eine ganze Reihe an mathematischen Software-Algorithmen, die da drüber gehen und das Ganze statistisch bearbeiten.
Und deswegen brauchen wir auch immer Mathematiker und Physiker bei uns in den Forschungsteams. Das ist ein ganz wichtiges Thema bei uns, die Computational Neuroscience, also die Unterstützung der Forschung durch Leute, die mit formalen Methoden umgehen können, also die rechnen können. Und also das ist ein wichtiger Schritt. Zum Schluss kommen dann tatsächlich Bilder dabei raus, aber diese Bilder kann man jetzt nicht direkt interpretieren, wie man jetzt zum Beispiel ein Bild mit einer Fotokamera interpretieren kann. Und wenn wir jetzt dieses Bild haben, würde ich Sie einfach mal einladen. Was Sie hier sehen, ist ein Querschnitt durch das menschliche Gehirn, ungefähr so geschnitten. Und Sie sehen jetzt einen Schnitt durch die Bereiche des Gehirns, die für das Denken an komplexe Objekte zuständig sind. Und jetzt lade ich Sie mal ein, zu spekulieren, woran denn diese Person hier gerade denkt. Sie sehen schon, es ist jetzt nichts an der Hirnaktivität, was das verrät, woran eine Person denkt. Da steht jetzt nicht in kleinen Buchstaben, in diesem Fall Gesicht. Diese Person denkt gerade an ein Gesicht. Das steht da nicht drin. Wir müssen also irgendwie entschlüsseln, mit irgendwelchen Methoden müssen wir entschlüsseln, was diese Aktivitätsmuster bedeuten, mit welchen Gedanken die einhergehen. Und dafür brauchen wir Verfahren, die anfänglich entwickelt worden sind im Zweiten Weltkrieg, und zwar zum Beispiel, als die Briten die deutsche Enigma entschlüsselt haben, also sprich die Chiffriermaschine der Wehrmacht gebrochen haben, Codebreaking, also den Code gebrochen haben. So ähnlich ist das da auch. Wir müssen also irgendwelche Wege finden, wie wir heraushacken quasi, was in dem Gehirn da eingespeichert ist. Und wie wir das machen, zeige ich jetzt mal ganz vereinfacht, in einer ganz vereinfachten Schablone. Das wäre jetzt also so, nehmen wir mal an, eine Person denkt an diese verschiedenen Bilder. Wir haben jetzt ein Gesicht, ein Haus, einen Stuhl und einen Schuh. Und wir wissen jetzt, zum Beispiel zu diesem Zeitpunkt hier denkt die Person an ein Gesicht. Und dann stellt sich folgendes Aktivitätsmuster im Gehirn ein. Die warmen Farben, also das Rot und Gelb, das ist eine Region, wo die Hirnaktivität ansteigt, wenn ich diesen Gedanken habe. Und die kalten Regionen sind Regionen, wo die Hirnaktivität geringer wird, wenn ich diesen Gedanken habe. Es bildet sich so ein charakteristisches Muster aus. Und was Sie schon sehen ist, dass je nachdem, was die Person hier gerade denkt, sind diese Aktivitätsmuster verschieden. Das heißt also, wenn ich ans Gesicht denke, gibt es ein Aktivitätsmuster, denke ich an das Haus, gibt es ein anderes Aktivitätsmuster. Wenn ich dann wieder an das Gesicht denke, dann stellt sich wieder das Aktivitätsmuster für Gesicht ein und so weiter und so fort. Also jeder Gedanke geht mit einem ganz charakteristischen Aktivitätsmuster im Gehirn einher. Wenn Sie an eine bestimmte Sache denken, dann führt das dazu, dass Ihr Gehirn ein bestimmtes Aktivierungsmuster einnimmt. Es ist aber nicht eine einzige Stelle im Gehirn, die das verrät, sondern man muss die Zusammenschau der gesamten Muster der Hirnaktivität nehmen, um rauszufinden, was eine Person gerade denkt. Und wie man das macht, dann ist es relativ einfach. Zum Glück haben uns andere schon die Arbeit abgenommen. Wir können also einfach in der Werkzeugkiste gucken, der Computerprogramme, und was wir da finden, sind Computeralgorithmen, die zum Beispiel darauf spezialisiert sind, Fingerabdrücke zu erkennen. Nun, bei Fingerabdrücken, das ist ein ganz ähnliches Problem. Wir können eine Datenbank kreieren, wo wir Fingerabdrücke haben, also ein räumliches Profil von Erhöhungen und Vertiefungen. Und dieses Profil, das wird dann computerlesbar gemacht. Der Computer kann das dann wiedererkennen. Und dann füttern wir den Computer mit der Information, welche Person sich dahinter verbirgt mit den Personalien. Und das macht man jetzt mit der Hirnaktivität ganz genauso. Wir zeigen also dem Computer die Bilder der Hirnaktivität, die Muster der Hirnaktivität und sagen dann, das stellt sich im Gehirn ein, wenn eine Person diesen bestimmten Gedanken hat. Jetzt trainieren wir den Computer auf eine ganze Reihe solcher Gedanken und danach muss der Computer jetzt mal unter Beweis stellen, dass er das richtig gelernt hat. Das nennt man Mustererkennung, diesen ganzen Vorgang. Und er muss es jetzt unter Beweis stellen, dass er das richtig gelernt hat, indem er zum Beispiel mal was Neues klassifiziert. Also ich meine, neu in diesem Fall ist gemeint, hier ist ein Aktivitätsmuster im Gehirn und jetzt rate mal, lieber Computer, woran hat die Person da gerade gedacht? Nun ist das Beispiel bewusst so gewählt, dass man es noch mit dem Auge relativ gut erkennen kann. Hat jemand eine Idee, was es sein könnte? Wunderbar, ganz richtig. Und das liegt nämlich daran, dass unser Sehsystem wunderbar auf solche Mustererkennung hin evolutionär entwickelt ist. Unser Auge, beziehungsweise unser Gehirn, kann in solchen Bildern Dinge erkennen, die ein Computer kaum erkennen kann. Aber ab bestimmten Datenmengen ist das Gehirn quasi überlastet
und kann diese Mustererkennung nicht mehr machen. Wir können also jetzt, wenn wir 100 verschiedene Gedanken auslesen wollen, können wir jetzt nicht das Ganze mit 100 verschiedenen Mustern einfach bildlich, visuell vergleichen. Da müssen wir dann die Computeralgorithmen dazu nehmen. Und in diesem Fall dekodiert der Computer Stuhl. Er hat also bewiesen, dass er zumindest unter diesen einfachen Alternativen das aus der Hirnaktivität auslesen kann. Das heißt, damit ist zumindest mal klar, zu einem gewissen Grad für einfache Alternativen kann man tatsächlich das aus der Hirnaktivität dekodieren. Und das geht aber auch für komplexere Gedanken. Hier zum Beispiel ist eine Arbeit von einem Kollegen von mir, die besonders eindrucksvoll ist, wo dann tatsächlich eine beliebige Filmszene rekonstruiert wurde. Links haben wir das Bild, das die Personen zu sehen bekommen haben. Die haben also im Scanner gelegen und haben Filme geguckt. Und die Frage war, könnte man jetzt rausfinden, was die Person gerade sieht, nicht indem man auf den Film guckt, sondern indem man auf die Hirnaktivität guckt, das allein aus der Hirnaktivität zu rekonstruieren. Und jetzt sehen Sie rechts ein Bild. Jetzt können Sie sagen, das sieht ja nicht so aus wie das Original. Da sehen wir jetzt nicht Steve Martin in einer französischen Polizeiuniform. Aber wir müssen schon zugeben, das ist schon ganz beeindruckend, dass wir das mit so einer Detailschärfe aus der Hirnaktivität dekodieren können. Und diese Algorithmen werden täglich besser. Also wir können auch beliebige visuelle Szenen auslesen. Und Kollegen von mir aus Japan haben neulich sogar gezeigt, dass man sogar Traumbilder, die man während des Einnickens, während dieser Phase des Einnickens hat, dass man die zu einem gewissen Grad aus der Hirnaktivität dekodieren kann. Mit einfachen Alternativen, zum Beispiel, ob man Tiere gesehen hat oder Werkzeuge. So detailliert kann man das da nicht rekonstruieren. Das sind jetzt das Auslesen von Bildern. Und wir haben uns dann auch früh dafür interessiert, ob man nicht was Nützlicheres auslesen könnte. Wenn ich jetzt Neurotechnologie machen würde, wenn ich also jetzt quasi nicht Grundlagenforscher wäre, sondern ich würde jetzt versuchen, etwa in einem Fraunhofer-Institut oder so, mein Geld durch Anwendungsforschung zu verdienen, mein Forschungsmittel durch Anwendungsforschung zu verdienen, dann müsste ich ja was machen, was ein bisschen interessanter ist, als einfach nur Bilder auszulesen, die eine Person gerade sieht oder sich gerade vorstellt. Und da kommt man dann schnell zu einer sehr interessanten Gruppe oder Kategorie von Gedanken. Das sind nämlich die Absichten. Und deswegen haben wir eine ganze Reihe von Forschungsexperimenten gemacht zu der Frage, können wir auch Absichten aus der Hirnaktivität auslesen? Nun, Absichten sind ein besonders interessanter Fall. Jeder von Ihnen hat jetzt sicherlich den Plan, für den Rest des Tages jetzt noch hier sitzen zu bleiben während des Vortrags und dann irgendwann heute Abend nach Hause zu fahren. Und jeder von Ihnen wird woanders hinfahren wollen. Aber die Frage ist, glauben Sie, dass ich aus Ihrer Hirnaktivität auslesen könnte, was Sie heute Abend noch tun wollen? Diesen Plan. Irgendwie haben wir das Gefühl, das ist privat. Ich habe mich entschieden, dieses Private kann eigentlich gar nicht ausgelesen werden, weil man diese Intuition, hat der Rainer Dietrich jetzt gerade so schön formuliert, dass unser Geist nicht im Körper manifestiert ist, sondern unabhängig ist vom Körper. Und die Frage ist jetzt, können wir solche verborgenen Absichten aus der Hirnaktivität auslesen? Und das haben wir ein einfaches Experiment gemacht. Allgemein in diesem Forschungsbericht redet man über große Themen, man macht aber einfache Experimente. Hier machen wir jetzt mal ein ganz einfaches Experiment und zwar zwei verschiedene Absichten. Man muss es so runterkochen, dass man es im Rahmen eines Scanner-Experimentes untersuchen kann. Sie können jetzt nicht jemanden in den Scanner tun und ihn bitten, sich zu entscheiden, wo er studieren möchte oder sowas. Entscheidungsprozess kann man gar nicht so verdichten, wenn es um solche komplexen Lebensentscheidungen geht. Also ein einfaches Experiment, eine einfache Entscheidung für eine von zwei möglichen Absichten. Und zwar suchen Sie sich einfach mal bitte, können Sie alle mitmachen jetzt. Alles, was Sie dafür brauchen, ist Ihr freier Wille, den Sie hoffentlich heute dabei haben. Und suchen Sie sich frei aus, ob Sie zwei Zahlen, die gleich kommen werden, addieren oder subtrahieren werden. Ja, jetzt hoffentlich hat sich jeder von Ihnen entschieden. Und jetzt ist die Frage, glauben Sie, dass man diese verborgene Absicht aus der Hirnaktivität auslesen könnte? Nun, vielleicht können wir einfach mal die Frage stellen, wer glaubt, dass man das kann? Und wer glaubt, dass man das nicht kann? Die, die sich jetzt zum Schluss gemeldet haben, die besonders kritischen, das ist jetzt quasi die Frage, ob wir Sie jetzt mit dem, was ich jetzt Ihnen präsentieren werde, überzeugen können. Aber da Sie ja jetzt diese unerledigte Aufgabe haben, Sie haben sich ja jetzt gerade entschieden, dass Sie zwei Zahlen addieren oder subtrahieren wollen, möchte ich jetzt diesen Druck auch von Ihnen nehmen, dass Sie das jetzt endlich ausführen können. Hier sind also die beiden Zahlen. Jetzt können Sie die Rechenoperation ausführen und dann reden wir mal drüber, wie man das aus der Hirnaktivität dekodiert. Und es ist tatsächlich so, wenn wir Probanden in einen Scanner tun und sie bitten, sich die Absicht vorzunehmen, entweder addiere ich jetzt oder ich subtrahiere Zahlen,
dann trainieren wir einen Computer drauf, die Absicht addieren und die Absicht subtrahieren zu erkennen, das Aktivitätsmuster, das sich dann im Gehirn einstellt, dann können wir tatsächlich mit einer Genauigkeit von ungefähr 70% auslesen aus der Hirnaktivität, welche alternative Entscheidung die Person gerade gefällt hat. Und zwar bevor sie anfängt, die Rechneroperation auszuführen. Also nur, man hat sich entschieden, dann schaut man sich die Hirnaktivität an, bevor man noch irgendeine Rechnung angefangen hat, bevor man noch irgendeine Zahl gesehen hat. Und das kann man mit bis zu 70% Genauigkeit tatsächlich aus der Hirnaktivität auslesen. Und das bedeutet, dass auch unsere Absichten, also Dinge, die wir für sehr privat halten, sich quasi oder eine Handschrift, eine Signatur im Gehirn hinterlassen, die so spezifisch ist, dass wir nicht nur feststellen können, dass eine Person eine Absicht gefällt hat, sondern wir können sogar bis zu einem gewissen Grad auslesen, welche Absicht die Person gefällt hat, zwischen diesen beiden Alternativen. Nun können wir uns nicht nur die Frage stellen, welche Absicht sich jemand vorgenommen hat, nachdem er sich entschieden hat. Wir können uns ja auch fragen, wenn wir jetzt mal zurückgehen, Sie haben sich ja gerade für Addieren oder Subtrahieren entschieden. Wieso eigentlich addieren oder wieso eigentlich subtrahieren? Es muss ja irgendeinen Grund haben. Und in dem Moment, wo man diese Entscheidung fällt, hat man das Gefühl, ich bin vollkommen frei, mir die eine oder andere Alternative auszusuchen. Es gibt nichts, was mich da einschränkt. Und die Frage ist, als Hirnforscher denkt man natürlich, dass diese Entscheidung nicht aus dem Nichts kommt, dass sie auch nicht beliebig ist, sondern dass sie zu dem Zeitpunkt, wo die Entscheidung gefällt wird, subjektiv, wo ich das Gefühl habe, jetzt entscheide ich mich, dass sie möglicherweise durch davorliegende Hirnprozesse schon beeinflusst wird. Das heißt, dass wenn ich das Gefühl habe, ich bin noch frei, mich so oder so zu entscheiden, dass mein Gehirn schon längst eine Bahn, das in eine oder andere Bahn gelenkt hat. Und das haben wir mit folgendem einfachen Experiment wieder untersucht. Wir haben danach auch noch komplexere Experimente untersucht, aber dieses Bild ist, glaube ich, besonders anschaulich. Da haben wir den Probanden mal außerhalb des Scanners zu sehen. Normalerweise würde der jetzt im Scanner liegen. Und der Proband hat einfach eine Aufgabe. Er soll sich spontan entscheiden, ob er eine linke oder rechte Taste drücken soll. Also eine ganz einfache motorische Entscheidung. Links oder rechts. So, als ob man jetzt sie bitten würde, entweder die linke oder rechte Hand zu heben. Ganz einfach, zwei Alternativen. Keine der beiden Alternativen ist mehr oder weniger wert. Sie kriegen jetzt kein Geld mehr, wenn Sie jetzt die rechte oder die linke Taste drücken, als für die andere Taste. Eine ganz einfache, freie Entscheidung. Und die Frage ist, bahnt die sich möglicherweise schon vorher in der Hirnaktivität an? Und ich erspare Ihnen jetzt mal die komplexen Details dieses Experimentes. Aber was wir sehen ist, dass wir zu einem gewissen Grad aus der Hirnaktivität bereits 7 Sekunden vor der Entscheidung schon vorhersagen können, wie sich jemand gleich entscheiden wird. Also Sie haben das Gefühl, sich jetzt zu entscheiden, aber Ihr Gehirn hat diese Entscheidung mindestens 7 Sekunden vorher schon angefangen vorzubereiten. Da war also schon 7 Sekunden vorher bis zu einem gewissen Grad vorhersagbar, wie Sie sich 7 Sekunden später entscheiden würden. Das klingt ja total verrückt. Und erstmal muss man ganz klar sagen, das sind Entscheidungen, wo Probanden sich selber aussuchen konnten, nach einem eigenen Zeittakt, wie sie sich entscheiden wollen und wann sie sich entscheiden wollen. Sie waren also unter keinem Zeitdruck. Das hat nichts zu tun mit Entscheidungen, ich sage es jetzt ganz bewusst, im Straßenverkehr. Nicht, dass Sie jetzt nach Hause gehen und sagen, Herr Hinz hat gesagt, die Reaktionszeit ist 7 Sekunden, bis wir im Autoverkehr eine Entscheidung fällen können. Das ist hiermit nicht gemeint. Auf externe Ereignisse können wir extrem schnell reagieren. Das sind Situationen, wo Sie sich quasi nach einem eigenen Takt entscheiden können, nach einer eigenen Geschwindigkeit entscheiden können. Und da bahnen sich solche Entscheidungen in der Hirnaktivität schon vorher an. Und warum ist das jetzt etwas, das klingt immer paradox? Und es klingt deswegen komisch oder paradox, irritierend, weil wir das Gefühl haben, wie kann denn mein Gehirn das schon vorher verraten, wenn ich mich doch noch gar nicht entschieden habe? Und das liegt daran, dass wir ein bestimmtes Bild davon haben, wie wir unsere Entscheidungen fällen, solche freien Entscheidungen. Und das ist, dass wir erst denken, ich will mich bewegen oder ich möchte gerne mir einen Mercedes kaufen. Und dann gehen wir hin und setzen das Ganze in Aktion, in die Tat um. Aber diese Vorstellung, dass dieser Gedanke, dass der unabhängig ist vom Gehirn, der ist falsch. Stattdessen
sieht es so aus, zumindest nach dem Kenntnisstand der modernen Neurowissenschaften, dass das Gehirn anfängt mit der Entscheidung und dass dann das Bewusstsein hinterherkommt und dann gehe ich los und setze es in die Tat um. Das heißt, der Ursprung aller Entscheidungen scheint nach modernem Kenntnisstand das Gehirn zu sein, natürlich, weil unsere Gedanken ja im Gehirn als Trägersubstanz kodiert sind. Das Gehirn ist das quasi in dem unsere, das Medium, in dem unsere Gedanken stattfinden. Und damit sind unsere Gedanken natürlich in den normalen Kausalprozesse im Universum eingebunden. Die Naturgesetze gelten auch für unser Gehirn. Das ist das, was man aus diesem Experiment lernen kann und auch die gelten auch für unsere Entscheidungen. Nun, um nochmal dichter ranzukommen an diese Frage, was diese frühe Aktivität bedeutet, eine wichtige Frage ist, man könnte ja jetzt sagen, naja, aber ich könnte mich ja noch umentscheiden. Ich könnte ja, wenn meine Hirnaktivität vorher schon 7 Sekunden schon vorher in die eine Richtung geht, dann könnte ich mich einfach mal spontan umentscheiden. Das heißt, es ist ja gar nicht determiniert, unvermeidbar, dass danach ich mich auf eine bestimmte Art und Weise entscheide. Und das mit dem Umentscheiden ist nicht so ganz einfach, weil Sie können sich ja nur umentscheiden, wenn Sie wissen, wozu Sie sich überhaupt schon entschieden haben. Aber das ist ja zu einem Zeitpunkt, wo Sie noch nicht mal wissen, wie Sie sich entschieden haben. Da wissen Sie auch nicht, wie Sie sich umentscheiden sollen. Das ist eine kleine Paradoxie. Aber wir nähern uns dem natürlich auch wieder mit einem relativ einfachen Experiment. Und zwar auch jetzt hier in der vereinfachten Form. Ich möchte Ihnen einfach die kleinen Details ersparen. Und zwar möchten wir ein Experiment machen, das so ungefähr nach folgendem Schema funktioniert. Das ist so, wir wollen gucken, ob Personen vermeiden können, dass sie durch ihre Hirnaktivität vorhergesagt werden. Und das funktioniert so. Probanden kriegen einen Knopf und sie sollen den Knopf drücken. Und wenn sie den Knopf drücken, da ist ein Licht angebracht, also ein beleuchteter Knopf. Und wenn sie den Knopf drücken und das Licht ist aus, dann kriegen sie einen Punkt, beziehungsweise 1 Euro. Und wenn sie den Knopf drücken und das Licht ist an, dann kriegen wir einen Punkt, beziehungsweise 1 Euro. Und jetzt ist das natürlich eine Einladung dazu, zu beweisen, ob man wirklich unvorhersagbar ist, weil wir messen natürlich dann die Hirnaktivität. Und immer wenn jemand denkt, na jetzt ist ja gerade das Licht aus, jetzt kann ich ja mal den Knopf drücken und meinen Euro abholen, dann messen wir eigentlich aus der Hirnaktivität und sagen das vorher, dass er gleich den Knopf drücken wird und schalten schnell das Licht an. Und jetzt, wenn Sie jetzt unvorhersagbar sind, dann können Sie natürlich damit viel Geld verdienen. Und wenn Sie vorhersagbar sind, dann können wir damit vielleicht die 100 Millionen verdienen, von denen Reinhard Dietrich gesprochen hat. Und jetzt bringe ich Ihnen, Sie sind das erste Publikum, das diese Daten jetzt mal zu sehen bekommt, aber noch nirgendwo anders gezeigt, was Experiment jetzt im Moment gerade aufgeschrieben ist, ganz frische Daten. Das ist der Punktgewinn der Probanden, wenn wir die Entscheidung, das Licht zufällig an- und ausschalten durch einen Computeralgorithmus. Da gewinnen sie also so und so viele Punkte pro Sekunde im Schnitt. Und wenn wir jetzt die Vorhersage einschalten, die hirnbasierte Vorhersage, dann sind wir ungefähr im Balance. Also der Proband kann nicht mehr diese Punkte machen. Wir haben es aber noch nicht geschafft, also wir sind jetzt gerade beim Break-Even-Point. Ja, wir müssen jetzt noch ein bisschen die Vorhersage verbessern und dann können wir vielleicht damit auch eines Tages noch sogar noch ein bisschen Geld verdienen. Ja? Die Probanden sind vorhersagbar, aber sie sind nicht so gut vorhersagbar, dass wir damit Punkte bzw. Geld verdienen könnten. Ironisch gesagt natürlich. Ja, jetzt habe ich Ihnen gezeigt, dass man so eine ganze Reihe Sachen, Gedanken von Personen aus der Hirnaktivität auslesen kann. Und jetzt könnte man sich nämlich fragen, ob das denn jetzt bedeutet, dass wir jetzt tatsächlich schon so eine Maschine wie in diesem Film bauen können. Gibt es jetzt heute schon diese universelle Gedankenlesemaschine? Was meint das? Was meine ich damit? Ich meine damit eine Maschine, wo wir mit irgendeiner Technik die Hirnaktivität messen und dann die Gedanken einer beliebig gewählten Person, die wir am besten vorher noch nie gesehen haben, auf einem Computerbildschirm zeigen können, rekonstruieren können und für uns sichtbar machen können. Diese universelle Gedankenlesemaschine, was ist da jetzt wirklich möglich, nach dem, was ich gesagt habe? Nun, erstmal, diese Maschine gibt es heute nicht. Und was ich Ihnen jetzt zeigen möchte, ist, warum nicht? Was sind die Grenzen? Nachdem ich Ihnen also jetzt die Möglichkeiten gezeigt habe, sprechen wir jetzt mal über die Grenzen. Und
Da gibt es eine ganze Reihe von Grenzen, zum Beispiel die begrenzte Auflösung unserer Messverfahren. Wir können die Hirnaktivität nur grob approximieren, selbst mit den modernsten Verfahren. Wir haben also, wenn wir das Gehirn in unsere Messgitter aufteilen von ungefähr 3 Millimetern, mit denen wir arbeiten, dann haben wir da drin immer noch bis zu 1 Million Nervenzellen. Wir können nicht die Ebene der einzelnen Nervenzelle auflösen im gesunden Gehirn, ohne die Schädeldecke zu öffnen. Und natürlich ist es aus ethischen Gründen nicht möglich, dass man die Schädeldecke öffnet für so ein Experiment. Wir können nur nicht invasive Techniken verwenden und wollen es natürlich auch nur. Und deswegen ist es die begrenzte Auflösung spielt uns tatsächlich einen Strich durch die Rechnung. Und es ist auch wichtig, es ist eigentlich so gar keine Technik, noch nicht mal am Horizont sichtbar, mit der man diese prinzipielle Auflösungsbegrenzung überwinden könnte. Das liegt daran, dass es diese Auflösung dieser Technik hat biologische Gründe. Das ist eine begrenzte Auflösung, die ihr Gehirn hat, und zwar, weil wir die Hirnaktivität messen indirekt durch den Sauerstoffverbrauch des Blutes. Also die Nervenzellen werden aktiv, dann passieren ein paar Dinge und dann ändert sich der Sauerstoffpegel im Blut. Und das messen wir. Und damit sind wir gebunden an die Auflösung des Gefäßsystems in Ihrem Gehirn. Da können wir gar nicht drunter gehen unter dieser Auflösung. Also es gibt eine begrenzte Auflösung. Und jetzt können Sie sich so vorstellen, vielleicht wie eine Halbleitertechnik, dass man das jetzt alle 10 Jahre verdoppelt, sich die Auflösung. Das ist leider nicht so. Es ist keine Technik da im Moment in Sicht. Rechenkapazität ist ein großes Thema. Das heißt, schnell zu arbeiten. Die Algorithmen brauchen lange, diese Mustererkennungsalgorithmen brauchen lange. Aber das sage ich jetzt mal, da können wir uns dann tatsächlich auf Moore's Law verlassen. Aber es gibt eine ganze Reihe von nicht so sehr technischen, sondern prinzipiellen, fundamentalen Problemen in diesem Forschungsgebiet. Dinge, wo man sich überhaupt erstmal fragen kann, wie könnte das denn überhaupt prinzipiell oder fundamental gehen, selbst wenn man die Hirnaktivität perfekt messen könnte. Und eine ist die Frage, ob man denn jetzt wirklich den Gedankenzustand richtig gemessen hat. Ob das Muster, das man gefunden hat, wirklich für den bestimmten Gedanken ist. Und jetzt gebe ich Ihnen mal ein Beispiel. Nehmen wir mal an, Sie interessieren sich für Jennifer Aniston. Ich interessiere mich nicht besonders für Jennifer Aniston. Es ist nur so, dass Kollegen von mir aus den USA mal eines Tages gesagt haben, dass sie Jennifer Aniston-Zellen im Gehirn gefunden haben. Deswegen ist das jetzt so ein Thema, was immer wieder aufkocht. Aber nehmen wir mal an, Sie interessieren sich jetzt besonders für Jennifer Aniston. Und Sie zeigen jetzt dem Probanden immer wieder Bilder von Jennifer Aniston, weil Sie wollen wirklich wissen, was das Hirnaktivitätsmuster ist bei dieser Person, wenn diese Person an Jennifer Aniston denkt. Weil Sie wollen die Person vielleicht dabei erwischen. Vielleicht die Ehefrau möchte erwischen, wenn der Mann an Jennifer Aniston denkt, mit so einer Maschine. Und jetzt findet sie immer wieder dieses Muster. Und jetzt ist die Frage, woher weiß ich eigentlich, dass dieses Muster wirklich für Jennifer Aniston spricht? Das ist nicht so einfach, wie man vielleicht denken würde. Zum Beispiel könnte es ja sein, dass dieses Aktivitätsmuster einfach nur bedeutet, eine blonde Frau oder ein rotes Kleid. Und vielleicht ist das Muster auch nicht mehr zu sehen, wenn wir diese Person in Gegenwart eines sogenannten Distraktors im Bild haben, wie Sie auf der rechten Seite sehen, stellt sich dann auch das gleiche Muster im Gehirn ein oder ein anderes Muster. Das ist eine Frage, über die man relativ wenig weiß, und das muss man natürlich immer zeigen, dass man wirklich das Richtige gemessen hat. Und das ist manchmal gar nicht mal so leicht. Eine andere Thematik ist die Plastizität. Unser Gehirn ist ja sehr plastisch, wir lernen jeden Tag neu, täglich werden neue Hirnzellen im Hippocampus generiert, die Bedeutungsräume verschieben sich. Jetzt stellen wir uns mal vor, wir haben jetzt bei jemandem, der 10 Jahre alt ist, einfach mal gemessen, so eine Reihe von Gedanken, zum Beispiel, welches Aktivitätsmuster stellt sich ein im Gehirn, wenn er an seinen Lieblingsfilm denkt, das ist nämlich Lassie, an sein Lieblingsessen, das ist der Big Mac, und dann an seine Lieblingsmusik, das ist Heavy Metal. 10-Jähriger. Dann messen wir die Aktivitätsmuster. Und jetzt, 50 Jahre später, graben wir das wieder aus und wollen jetzt mal die Hirnaktivität dieser Person entschlüsseln. Und da haben wir ja noch diesen alten Datensatz, da gucken wir doch mal nach. Und wir wissen ja, was im Gehirn passiert, wenn er an seinen Lieblingsfilm, sein Lieblingsessen, seine Lieblingsmusik denkt. Aber das könnte sich ja auch ändern. Inzwischen hat man vielleicht seine Präferenzen etwas verschoben. Und die Frage ist natürlich, wie gehen wir mit dieser Plastizität um? Die Plastizität des Gehirns, dass man also die Bedeutungsräume verschiebt, dass auch Präferenzen sich verschieben,
Bedeutungen sich ändern, in dem Sinne, dass man vielleicht andere Assoziationen hat und so weiter. Ein ganz großes Problem ist, dass jedes Gehirn individuell ist. Wenn ich also an einen von Ihnen aus dem Publikum die Hirnaktivitätsmuster messen würde, während er den Film Sissi guckt, dann würde der eine vielleicht besonders positiv darauf reagieren, das Belohnungszentrum würde reagieren und vielleicht so reagieren wie auf Einnahme von Drogen und extrem positiv reagieren. Und bei einer anderen Person würde es vielleicht besonders negativ reagieren, wie bei Ekel. Das gehen die Meinungen bekanntlich auseinander bei solchen Filmen. Und das schlägt sich auch in den Aktivitätsmustern im Gehirn wieder. Das heißt, es gibt eine ungeheure Individualität. Ich kann also nicht bei einer Person lernen, wie die Aktivitätsmuster aussehen, das auf eine andere Person übertragen. Und jetzt denken Sie mal einfach mal praktisch, wenn Sie jetzt so ein Gerät bauen wollen, dann müssen Sie es ja erstmal an einer Gruppe von Menschen eichen oder trainieren. Und jetzt wollen Sie ja eine beliebige Person aus dem Publikum greifen können und das bei der anwenden. Und das ist etwas, was dem im Wege steht. Überlagerung von Gedanken ist ein großes Problem. Wir denken keine reinen Gedanken, wir denken immer Mischungen von verschiedenen Gedanken. Die künstliche Situation im Scanner ist wirklich ein Problem. Mein Erfahrungsraum ist extrem eingeengt im Scanner. Da kann ich jetzt überhaupt nicht zum Beispiel lebenswichtige Entscheidungen im Scanner fällen oder ein Klassikkonzert genießen, so wie ich es vielleicht in der Konzerthalle in der Philharmonie wahrnehmen würde. Ein anderes, ganz fundamentales Problem ist aber die Vollständigkeit der Gedanken. Wir können so unglaublich viele verschiedene Dinge denken. Und wie könnte ich denn jetzt überhaupt wissen, welches Aktivitätsmuster sich in Ihrem Gehirn einstellt, wenn Sie einen Gedanken haben, den Sie vorher noch nie gehabt haben? Zum Beispiel gibt es aus einem Monty Python-Sketch eine wunderbare Sequenz: Mein Luftkissenfahrzeug ist voller Aale. Ich wette, die von Ihnen, die das noch nicht gesehen haben, haben diesen Gedanken noch nicht gedacht. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie sollte man denn das antizipieren, dass eines Tages mal an diesem Abend heute, dass wir das jetzt brauchen würden, dass wir wüssten, was sich in Ihrem Gehirn einstellt, wenn dieser Satz fällt. Diese Möglichkeit vorzuhalten, dass wir wissen, aha, das zu antizipieren, der wird also 2013 am 23.07. wird er also genau diesen Gedanken denken. Das ist natürlich schwierig und das liegt daran, dass wir so unglaublich viele verschiedene Dinge denken können. Quasi ein ganzes Lexikon voller verschiedener Begriffe und das ist ein Problem, wo man heute noch dran knabbert, aber es gibt einen Ausweg und zwar nutzt man dabei die Ähnlichkeit zwischen Gedanken. Und das ist so, nehmen wir mal an, Sie wissen jetzt, das Aktivitätsmuster, was sich einstellt bei einer Person, wenn sie an ein Auto denkt, wäre so, das sind jetzt hypothetische Daten, hier dieses grafisch ein bisschen einfacher illustrieren. Und wenn jemand an ein Fahrrad denkt, stellen sich folgende Aktivitätsmuster hier unten ein. Jetzt messen Sie was, es haben Sie noch nie vorher gesehen, aber es ist so wie eine Mischung aus dem Aktivitätsmuster für ein Auto und ein Fahrrad. Was könnte das wohl sein? Motorrad, wunderbar, ganz genau. Und das heißt, Sie können sich also die Ähnlichkeit zunutze machen zwischen Gedanken, um dann daraus ganz neue Gedanken zu rekonstruieren. Jetzt zum Schluss möchte ich noch mal kurz auf Anwendungen kommen, bevor ich dann schließe, noch mal 5 Minuten spreche ich noch mal ganz kurz über Anwendungen. Es gibt eine ganze Reihe von Anwendungen dieser Forschung, die berühmten Gehirn-Computerschnittstellen, mit denen man zum Beispiel Sätze buchstabieren kann mit Hilfe von EEG oder Flipper-Automaten oder sogar Autos steuern kann. Das ist ein Forschungsgebiet, da gibt es eine ganz aktive Szene und Deutschland ist da auch mit weltweit führend. Wir haben uns damit nicht so sehr beschäftigt, sondern mit anderen Fragen, zum Beispiel mit der Frage, ob wir erkennen können, ob jemand an einem Tatort gewesen ist. Das ist ein Forschungsthema, das wir haben, indem wir dann Leute in verschiedene räumliche Umwelten bringen und gucken, ob wir Signaturen finden können, ob jemand an einem Tatort gewesen ist, an einem Ort schon mal vorher gewesen ist. Aber ein anderes Thema, das Sie sicherlich hier in diesem Rahmen noch mehr interessiert, ist, dass wir uns auch dafür interessiert haben, ob man erkennen kann, ob jemand sich für ein Produkt interessiert. Und das läuft unter dem wunderschönen Begriff Neuromarketing oder Gehirnmarketing. Und da ist natürlich die Idee, dass man möglicherweise die Vermarktung von Produkten verbessern, optimieren könnte, indem man die Messung der Hirnaktivität nimmt, anstatt zum Beispiel einfach nur einen Fragebogen ausfüllen zu lassen, ein semantisches Differential zum Beispiel.
Und das funktionierte so, dieses Experiment, dass wir den Probanden im Scanner Bilder von Autos gezeigt haben. Wir haben die Marken unkenntlich gemacht, aber ich denke mal, wir haben hier immer Männer untersucht, die selbst berichtet haben von sich, dass sie automobilbegeistert waren. Ich denke mal, dass sie schon wussten, welche Marken das sind. Sie kennen hier die Autos, das ist also 3 Jahre her, ja, oder 4 Jahre her, dass wir dann die Studie gemessen haben. Das sind etwas ältere Modelle. Jeweils haben in einer ersten Gruppe von Probanden wollten wir erstmal nur wissen, geht das prinzipiell? Dann haben wir denen also diese Bilder gezeigt, haben die danach gefragt, wie sehr die diese Autos mögen, auf einer Skala von 1 bis 4. Und dann hinterher haben wir dann geguckt, ob wir aus der Hirnaktivität dekodieren können, welches dieser Autos sie besonders mögen und welches nicht. Und wir haben extra die Autos genommen, wo sich die Probanden maximal uneinig darüber waren, ob sie es mögen. Wir wollten also nicht immer nur Autos haben, wo sich jeder einig ist, dass es toll ist und wo sie alle einig sehen, dass es schlecht ist, sondern wir wollten welche haben, wo einfach Meinungsverschiedenheit herrscht, ob wir das Individuum quasi vorhersagen können. Und das ging tatsächlich aus Regionen des Gehirns, die mit der Emotionsverarbeitung zu tun haben. Interessanterweise gibt es immer so diese Theorie, dass das, was man aus der Hirnaktivität dekodiert, diese Produktpräferenzen, dass es was mit dem Belohnungssystem primär zu tun hat. Also dass es so ist, wie als ob ich jetzt so ein High durch eine Droge bekommen würde. Das war jetzt in dieser Studie, haben wir hier nicht so sehr gesehen. Es sind eher so Emotionsregionen, die das vorhergesagt haben, mit einer Genauigkeit von ungefähr 75%. Also relativ gut. Jetzt haben wir noch das Experiment komplizierter gemacht. Und zwar wollten wir dann nicht nur wissen, wenn jetzt jemand sich ein Bild von einem Auto anguckt und weiß, dann beurteilt, ob er das mag oder nicht, sondern dann haben wir die Probanden abgelenkt von den Bildern, sodass sie quasi nur im Augenwinkel gesehen haben. Und wir haben denen nämlich eine ganz schwierige Aufgabe gegeben. Und zwar haben die solche Bilder gesehen und in der Mitte war so ein kleines Quadrat und ab und zu ist entweder mal die linke oder rechte Hälfte aufgegangen. Man sieht das jetzt hier mal vergrößert. Das kann man eigentlich fast gar nicht sehen. Und weil man das fast gar nicht sehen kann im Scanner, ist das auch so unglaublich schwierig und das lenkt die Leute von diesen Bildern ab. Ihre Aufmerksamkeit war also wirklich auf dieses Zentrum hier fixiert. Die konnten sich auch hinterher nicht mehr daran erinnern, welche Autos sie jetzt im Scanner gesehen hatten. Die konnten die also nicht trennen von anderen Bildern, von anderen Autos. Also war die Aufmerksamkeit auch wirklich abgelenkt. Und die Frage war jetzt, können wir jetzt immer noch aussagen, welches Produkt jemand mag? Also indem wir Bilder gezeigt haben, quasi aus dem Augenwinkel, und da sehen Sie, wieder mit ungefähr 75% konnten wir das aus der Hirnaktivität auslesen. Und zwar von den gleichen Regionen, wie wenn die Probanden aktiv darüber nachgedacht haben, ob sie das Auto mögen oder nicht. Das heißt, diese Produktpräferenzen in unserem Gehirn werden automatisch aktiviert, wenn man so ein Auto sieht und man ist autobegeistert, selbst wenn man es gar nicht bewusst wahrnimmt, das Auto, gar keine Aufmerksamkeit drauf richtet, dann triggert das anscheinend unsere emotionsrelevanten Hirnregionen so, genauso, es ist genauso informativ, wie wenn wir bewusst darüber nachgedacht haben. Das sind also vermutlich automatische Prozesse und man könnte das in diesem Fall auch in dieser Genauigkeit aus der Hirnaktivität dekodieren. Wir haben das dann noch mit Politikern nochmal nachgemacht. Wir haben also die Autos haben wir gewählt, weil wir eine homogene Produktgruppe haben wollten. Ich weiß, hier in Stuttgart werden Sie wahrscheinlich nicht zugeben oder würden Sie nicht sagen, dass es sich bei Autos um eine homogene Produktgruppe handelt. Aber wir haben dann noch eine andere homogene Produktgruppe untersucht, nämlich Politiker und Parteien. Da haben wir auch wieder gesehen, dass wir tatsächlich Parteipräferenzen und Präferenzen für Politiker aus der Hirnaktivität dekodieren konnten. Und jetzt könnten Sie natürlich sagen, Herr Haines, jetzt, Herr Dietrich hat zwar von diesen 100 Millionen gesprochen, aber das haben Sie jetzt noch nicht eingeworben, aber wir haben diese Idee, wenn Sie unseren Absatz verdoppeln mit Ihren tollen Hirnforschungstechniken, dann geben wir Ihnen die 90 Millionen Differenz zu Ihren tatsächlichen Einwerbungen oder 95 Millionen, das geben wir Ihnen einfach, aber verkaufen Sie einfach nur, helfen Sie uns nur doppelt so viele Autos zu verkaufen. Da muss ich Ihnen ganz klar sagen, das, wenn Ihnen das jemand sagt, dass er das kann, ist das Scharlatanerie. Das geht heute noch nicht. Es gibt Firmen, die das von sich behaupten, dass sie das können. Aber meiner Lesart nach dieses Feldes ist es so, dass das sich nicht so ohne weiteres auf die Praxis überträgt. Es hat eine ganze Reihe von Gründen. Und Sie hatten es ja vorhin schon so schön erwähnt, dass man post hoc immer sagen kann, ob jemand ein Auto gefällt. Das können Sie aber auch mit einem Fragebogen machen. Da können Sie einfach fragen, ob der das Auto mag. Aber
genauso können Sie nicht vorhersagen, wie Sie das Auto gestalten müssten, damit das Gehirn das besonders mag. Und diesen Umkehrung, das können Sie nicht erreichen heute. Und das, deswegen ist das jetzt eine interessante Grundlagenforschungsspielerei. Aber es hat natürlich auch schon jetzt Kritiker auf den Plan gerufen. Dieses Gebiet des Neuromarketings wird also auch, fetzt man sich jetzt gerade. Wir haben uns da von Anfang an relativ kritisch auch eingebracht. Aber das geht jetzt gerade los, dass dieses Gebiet sich auch kritisch auch von der Presse beäugt wird. Und das ist auch richtig so, weil wenn man diese Techniken Anwendung reinträgt, das eine ist, was wir in der Grundlagenforschung machen, aber das andere ist, wenn Sie wirklich eine Anwendung daraus basteln wollen, müssen Sie wirklich ganz genau zeigen, dass das wirklich funktioniert und nicht einfach nur irgendeinen Grundlagenforschungsbefund machen. Und dafür müsste man erstmal ein paar Jahre Anwendungsforschung machen und gucken, ob das in der Anwendung wirklich funktioniert und was man daraus ziehen kann oder nicht. Jetzt noch die letzten 2-3 Minuten noch kurz zur Populärkultur. Sie haben jetzt nochmal so eine schöne Vorstellung, die man hat aus diesen Science-Fiction-Filmen. Hier sind nochmal zwei, Matrix und Inception sind wieder zwei Filme, die Grundidee haben, dass es so eine Technik gibt, mit der man sich in einen Computer einspeisen kann und die Gedanken zusammenkoppeln kann und so weiter. Aber es gibt eine schöne Vorstellung, die nirgendwo so schön dargestellt ist wie in dem Film Strange Days, finde ich. Das ist ein Film, der die Jahrtausendwende thematisiert und die Idee ist, dass es solche Kappen gibt, die Menschen sich aufsetzen können und damit wird ihre Hirnaktivität gemessen. Es wird auf solche Minidiscs gespeichert und dann kann man seine eigenen Gedanken aufzeichnen und dann jemand anders die Kappe geben und die Disc und der kann das abspielen, auf Play drücken und der kann dann die Gedanken nachempfinden. Also sie gehen jetzt in die Philharmonie. Ihre Frau kann nicht mitkommen, da sagen Sie, macht nichts, Schatz, ich nehme meine Kappe mit, ich drücke auf Record, kommen Sie nach Hause und dann sagen Sie, hier ist die Kappe, hier, so war's. So ein Erlebnis aufzuzeichnen. Also wir können da nicht nur aufzeichnen, das ist ja das, was wir sowieso versuchen zu machen, nämlich auszulesen aus der Hirnaktivität, was jemand gerade denkt, sondern Sie können auch den Play-Button drücken und wieder reinspielen in das Gehirn. Und dieses Abspielen in das Gehirn rein, diese Manipulation, wenn man es ganz hart formulieren wollte, die funktioniert heute noch nicht, und zwar, weil die Gedanken in solchen feinkörnigen Aktivitätsmustern im Gehirn kodiert sind. Das sind solche ganz feinkörnigen Muster, die Sie von außen mit aktuellen Techniken überhaupt nicht in das Gehirn reinschreiben können. Es gibt da gar kein Verfahren, mit dem man das machen könnte. Also da kann ich Sie auch beruhigen. Da müssen Sie jetzt keine Angst haben, dass Sie jetzt nachts einschlafen und nachts spielt das NSA Ihnen irgendwas in Ihr Gehirn und am nächsten Tag betreiben Sie Werkspionage und wissen nicht, was Sie machen. Sowas müssen Sie sich also keine Sorgen machen. Zum Schluss sollten wir noch vielleicht ein Wort auf die Ethik verwenden. Wir haben keine universelle Gedankenlesemaschine und auch die Anwendungen sind jetzt nicht so, dass sie marktreif vor der Tür stehen. Trotzdem ist es natürlich ein Thema, wenn man in die Gedanken eines Menschen Einblick erhält, indem man in die Hirnaktivität guckt. Das ist ein Thema, wo wir die Privatsphäre eines Menschen betreten. Wir haben das ganz am Anfang gesehen. Man denkt dann zum Beispiel die Dame aus dem Film an den Fantasy-Lover. Das wollte sie sicherlich nicht, dass man das in dieser Runde der Leute, die um den Scanner herumstanden, so sehen konnte. Und deswegen müssen wir da schon auch sensibel sein für dieses Thema, unter anderem auch, und deswegen, wenn ich Vorträge halte, versuche ich auch immer, die Grenzen der Techniken darzustellen, weil, wenn man mit der Öffentlichkeit spricht, hat man alle möglichen Fantasien davon, was das jetzt bedeuten könnte. Und ich finde eine realistische Aufklärung extrem wichtig. Da spielen auch die Medien eine wichtige Rolle, weil über diese Forschung häufig sehr sensationalistisch berichtet wird, sehr vereinfacht berichtet wird. Mir ist es immer sehr wichtig, dass man ein realistisches Bild davon bekommt, was eigentlich möglich ist und was nicht möglich ist. Aber trotzdem ist es natürlich ein Thema, wo man sensibel mit umgehen muss, dass man jetzt nicht denkt, das nächste Mal, wenn ich jetzt zum Radiologen gehe und meinen Hirnscan mache, dass dann der Radiologe nebenbei auch noch meine Schließfachnummer zum Beispiel rausfindet oder sowas oder meine Schweizer Bankkontennummer. Da müssen Sie sich heute noch keine Sorgen machen. Und trotzdem müssen wir uns darüber im Klaren sein, dass es ein sensibles Gebiet ist. Auch zum Beispiel, wenn es um so Themen geht wie Lügendetektion, was bis in die Forensik hinein Bedeutung hat. Da gibt es also in den USA Firmen, die solche Dienstleistungen anbieten. Ich bin da sehr skeptisch, dass das wirklich funktioniert, weil es eine ganze Reihe von Schwierigkeiten zu bewältigen gibt und auch bis heute noch nicht klar ist, ob das, was diese Firmen anbieten, wirklich seriös ist.
Da müssen wir also als Feld auch Qualitätsstandards definieren und ich sage jetzt mal die Scharlatanerie im Zaum halten, damit dieses wunderschöne Forschungsgebiet, das mir wirklich extrem viel Spaß macht, nicht dann bewölkt wird dadurch, dass man irgendwelche wilden Behauptungen aufstellt darüber, was man jetzt auslesen könnte. Wir hatten so einen ganz interessanten Auftrag, mal Auftragsarbeit vom Spiegel. Da rief mich jemand vom Spiegel an und sagte, es gibt jetzt dieses neue Spiel dieses Jahr zu Weihnachten. Da können Sie quasi so eine Kappe aufsetzen oder so ein Stirnband aufsetzen und können dann damit per Gedankenkraft, wenn Sie sich besonders entspannen, dann gibt es so einen schwebenden Ball, der steigt dann besonders hoch. Da gibt es dann so eine Gelüfte und die pustet dann besonders stark, wenn Sie sich besonders entspannen und dann geht der Ball hoch. Und den können Sie dann über so einen Hindernisparcours lenken, diesen Ball, und quasi nur mit der Gedankenkraft. Und er kam dann zu mir, hat uns dann so eine Maschine gebracht und dann haben wir die Maschine ausprobiert, hat sich herausgestellt, das finde ich super, ein Hype natürlich, aber es hat sich herausgestellt, wir haben es dann ausprobiert, das hat das dann getan, wenn wir das gemacht haben, aber dann haben wir so einen Plastikkopf genommen und haben das Gerät an den Plastikkopf angeschlossen und hat es das noch genauso gemacht. Wir sehen also, dass Qualitätsstandards in diesem Bereich wichtig sind, nicht nur in der Spieleindustrie, sondern natürlich auch gerade, wenn es um solche Themen geht. Nur um es klarzustellen, diese Firmen verdienen Geld unter anderem damit, dass sie eheliche Treue bezeugen. Und da wollen wir natürlich schon sicher sein, wenn wir unser Geld dahin geben, dass sie das dann auch wirklich können. Ja, also ich fasse noch mal kurz zusammen. In meinen Augen hat die Forschung in den letzten Jahren erstaunliche Fortschritte gemacht und es ist jetzt wirklich vieles möglich, was man vor 10 Jahren nicht für möglich gehalten hätte. Aber eine Gedankenlesemaschine haben wir noch nicht, die werden wir auch nicht in der nahen Zukunft haben. Und die Praxistauglichkeit von Anwendungen ist ein großes Thema. Es wird immer wieder auch von den Medien verbreitet, sehr einfache Darstellungen von diesen Möglichkeiten. Da müssen wir auch immer wieder als Forscher kritisch warnen, dass diese Techniken auch jetzt noch nicht so anwendungsreif sind, wie sich es vielleicht manchmal in der Zeitung so anhört. Vielen Dank. Ja.